So, hallo zusammen, da sind wir wieder in Steel Rising mit der bezaubernden Aegis hier in dem neuen Kolosseum. Sieht aber auch gut aus, ja, finde ich auch. Alles klar. Gut, wir haben jetzt die Ramme gekriegt, ne? Ja, und sowas haben wir auch, ne? Ich will, aber ich bin zu blöd dazu. Alles klar, das macht ja nichts. Und jetzt gucken wir erstmal gerade. Module habe ich das ausgerüstet gehabt. Tagebuch. Plus Laterne, Anlegestelle. Dullerien, da Prototypen. Da müsste jetzt auch der Boss kommen, oder nicht? Schlangenmäher, Ender, Tiger, Kuria, Violinist. Ja, wo sind denn die anderen? Titanen, ne? Selenit, des Louvre, den haben wir ja. Der Alchemist, oh. Ironischerweise nutzt der für die Seele Antoine Lavoisier, des Vaters der Chemie, konstruierte Titan, die durch diese Entdeckung ermöglichte Fortschritte für moderne Zwecke. Da steht dann irgendwas bei Bedarf einer Feuerwehr mit, aber das Arsenal des Titan umfasst verschiedene mit schädlichen Fiolen. Ah, die Gegner auf Abstand halten sollen. Mit Mörsernstößel kann er vernichtende Schläge austeilen. Vereisend, Elektrizität, hat alles drauf, der Typ. Ritter und was weiß ich. Jetzt gut, ich meine, das ist ja irgendwie. Haben wir das jetzt vorher auch schon lesen können? Ich weiß es gar nicht, ja. Weil dennoch bringt es ja nicht mehr viel. Außer er kämpft nochmal. Ah, da sieht man aber seine Viole, wo er da am rechten oder am linken Arm hat, ne? Tagebuch. Was ist noch was irgendwie? So, eine von einem verfassten Grabrede, das haben wir ja gelesen, ne? Irgendwann nochmal. Ahnung. Almanach. Irgendwas habe ich übersehen wieder beim Almanach. Mir egal jetzt, komm. Module, was haben wir gekriegt? Das Feuerresistenzmodul. Auflade, Dingsbums, Blitz, Lebenswille. Ne, das brauche ich nicht. Lüftungs habe ich das effiziente Überlebensinstinktmodul, gell? Dieses Modul gewährt Aegis Angriffen einen beträchtlichen Bonus auf Betäubung, wenn sie kaum noch Leben hat. Alter, wenn ich kaum noch Leben habe, dann komme ich doch. Komm, los es, hör auf jetzt, oh, mit der Scheiße. Wo ist der Rammer-Ding? Kommen wir da raus? 7592. Warte mal. Ich hab sogar noch alle vier Burette gehabt, oder wie die heißen, die Dinger da. Y, linke Bouncer, Y. Das hätte ich ja von Anfang an haben können, Drähte. So ist. So was wollte der Anna Kaspar. Warte mal, erst gucken, ob da zu ist oder auf ist. Na klar. Er wollte irgendwie, dass man den Weg frei schaufeln. Warte mal, können wir da raus? Gefahr los. Dann wieder Notiz, ne? Eine Nachricht des Königs an den Comte de Provence. Monsieur, mon frère, wir sind erfreut, dass Sie uns freundlicherweise von Monsieur Lavasseurs Ersuchen in Kenntnis gesetzt haben. Ah, antworten Sie ihm umgehend, bieten Sie an, ihn in einem abgelegenen Bereich zu treffen. Vertrauen Sie die Angelegenheit hiernach dem Comte de Cagliostro an, der Ihnen diese Nachricht überbracht hat. Wenn Ihnen an Ihrem Leben liegt, verlassen Sie das Palais de Luxembourg daraufhin schnellstmöglich und suchen Sie in Brunei Zuflucht. Keine Sorge, unsere Sache entwickelt sich gut und unser militärischer Triumph ist bereits sicher. Louis, das ist ja der Louis, also der halt verraten wurde, der ist verraten wurde von dem Comte de Provence, dieser Lavassierer da. Das ist frech, oder? Die sind doch alle so frech, die Typen da. So, was an der Dick? Ah, ein Kronleuchter. Gut. The Cordelier Convent is over there, up on the hill. Monsieur Lemonnier's house is on this road, not far from here. I could visit to learn more about the death of the poor Dauphin. Dauphin? Oh ja. Ja, keine Ahnung, Freunde. Was machen wir jetzt hier? Kompass, wo ist denn ein Kompass? Ich brauche erst einmal, da ist er doch. Ach, da können wir auch wieder hoch, guck mal. Ei, 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 ei. Ah.
Interessant. Jetzt mache ich den Kompass raus und renne ich erst in die... Was könnte man machen eigentlich mit einer 7592? Ich weiß es gar nicht jetzt. Also aufsteigen können wir nicht, deswegen. Wir brauchen 10.000 irgendwas. 11.800. Ach du Scheiße. Vier, mir fehlt noch einer. Waffe können wir auch nichts machen. Wir haben jetzt den scheiß Barador, aber das haben wir kein Bismutblock. 2 brauchen wir. Plus 2? Ah, da kriegt schon lange nichts mehr. Ja, du bist in der falschen Gegend. Pff, jetzt da drauf. Hol, ich kauf was, fertig. Hallo zusammen, da sind wir wieder in Still Rising mit Aegis. Und zwar hier. Ich gehe mal da in die Karte neu, damit ich bin, weil nicht gespielt. Tagebuch. So, die Schatten des Palais du Luxembourg. Die Schatten des Palais du Luxembourg. Aegis muss sich zum Konvent der Cordeliers begeben. Das ist die Hauptaufgabe, ne? Die Unterstützer des dritten Standes haben geschworen, sich in dieser Bastion zu treffen. Haben wir jetzt den Kampf, da steht er mit dem Titan, der die alchemistischen Fähigkeiten hatte. Das war, glaube ich, dann beim letzten Mal, oder? Und haben dann diese Ramme bekommen, um die Mauern einzureißen. Das habe ich jetzt hier alles gemacht. Das Gebiet leergeräumt, sozusagen, ne? Und die Neben... Oh, Karte, ja, wir sind ja da. Da ist die Hauptaufgabe, weil Nebenaufgaben habe ich gar nichts. Alles klar. Gut, los mal. Ich will jetzt auch nicht wegreisen von da. 12.833 Anime. Und müsste, wenn ich mir jetzt dem Kompass vertraue, da hoch, ne? Da geht's zum Lemming. Und da müsste ich jetzt irgendwie hochkommen wollen, ne? So ist es, war ich da schon? Da war ich schon bestimmt 10 Mal, oder? Das ist weder eine Kutsche oder noch eine Kiste, noch. Das sind das Balkon, da ist eine geschlossene Tür. Und hier, was soll denn das sein? Soll das ein Witz sein oder was? So, von da rüber vielleicht und von dann da rüber. Moment, könnte das. Wenn man so jetzt... Das ist doch viel zu weit. Ach, mit dem Sprung ist doch das zu weit, Mensch. So auf das Dach dann, oder was? Und dann auf das Menüsier? Oder sowas? Was heißt... Ach, das ist doch scheißegal, was... Bitte, warte. Menü, ajo. Also, dass das so verzwickelt ist, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Jetzt sind 17 Meter. Ja klar, du bist ein bisschen weiter weggerannt. Das kann doch nicht sein. Das ist doch... Oh ey, du stolper nicht, hast gehört? Warte mal jetzt, Achtung, Timing. Beim ersten Mal. Ich will nicht wissen, wie viel Mal, dass ich das im letzten Video schon probiert habe. Ich weiß gar nicht, ob ich das aufgenommen habe. Oh. So, da sind wir drin jetzt. Das, was ist denn das? In der Bretter, was? Komm, her da hoch. So, langsam. Ganz langsam jetzt. Da müssen wir die Mauer eindrehen. Die haben die Räume jetzt. Aber da vorne ist ein Tor. Das können wir aufmachen. Das ist die Abkürzung. Kein Gegner. Das ist ihr gegnerloses Gebiet. Oder? Nö. Kann ja nicht sein. Aha. Gerade mal, gell? Gucke. Ja, da sind wir dann so entlang und dann... Ah jo, klar. Okay, alles klaro. Ja, was ist alles klaro? Also, überhaupt nichts klaro. Da oben liegt einer oder was? Oder war ich da schon irgendwie? Und Bulanga gibt es überall hier. Ne, da darf ich nicht orientieren. Aber was mir fehlt, wäre also wie so ein Elden Ring, dass man so blinkende Steinchen hinlegen könnte und... Dass man sich. Also es sieht ja fast alles immer gleich aus, ne? Also zumindest für mich. Hopp. Ah, hey, der ruft da rumzuspringen. Bringt er nicht. Was willst du denn da oben? Da warst du vielleicht auch schon.
Also, da liegt eine Leiche. Na gut, da liegen überall Leiche. Ist gehört? Nee, das. Komm. Ach, ja, Scheiße, ja. Okay, dann. Da haben wir mal da durch. Aha. Aha. Noch eine Abkürzung werden. Warte mal. Ja gut. So, die Kutsche. Die Kutsche, da ist sie doch. Warum sind wir da nicht gleich da durch? Ja? Weil das zu war. So. Das war praktisch zu. Also bin ich doch. Oh. Ne, da konntest du nicht weiter, gell? Ne. Genau. Jetzt bin ich eigentlich hier fertig, ne? Ich könnte da jetzt. Könnte ich jetzt da in die Kutsche steigen, ne? Mach ich auch. Ich glaube, ich kann aufsteigen. Das ist jetzt egal. Verbesserungen. Und zwar. Haben wir da Gewandtheit. 48 Schaden. Gegenüber 82. Spezialtechnik Schaden. A1 dazu. Betäubung erhöht sich. Oder wir gehen. Plus 3. Ich gehe da mal drauf. So, jetzt brauchen wir schon 12.950. Ah, ich habe nämlich ein Betäubungsmodul gekriegt. Ach, ich habe 6 Schlüssel. Wow, das habe ich jetzt nicht mitgekriegt, dass ich. Tatsächlich. Oh, dann warte mal. Raus und gerade gucke, ob man in der Boutique noch was mitnehmen kann. Was haben wir? 993. Ich nehme Lehmgranate mit. 3 Stück. Okay, da fehlt noch ein bisschen was. Ah ja, gut. Ich könnte ja verkaufen, wenn ich jetzt. Können wir die Ausrüstung oder den Dreck verkaufen, da, was ich da. Florett und Pariadolch. Ah, ich komme mich so schlecht trennen von dem Zeug da. Ich weiß ja nicht, ob man es vielleicht doch noch braucht. Einen Fischer habe ich verkauft, das weiß ich. Nee, lass mal noch. So, warte mal, Moment. Was? Module. Halt, falsche Richtung. Gut. Das habe ich drin. Ich glaube, ich habe A3er, oder? Effizientes Aufmachen. Dieses Modul erhöht beträchtlich den. Physischen Schaden, denn ein vollständig. Ah ja, das brauche ich nicht. Dieses Modul verdoppelt die Elementardurchdrängungsdauer von EG-Waffen. Naja, das kann ich vergessen. Aber das Betäubungsmodul, ohne das ist nicht schlecht. Brauche ich jetzt gerade bei manchen Gegnern nur noch eine Betäubungsgranate und dann sind die schon betäubt, ne? Ich lasse mal so, wie es ist. Okay, okay, dann könnte man da noch hoch, ne? Haben wir ja jetzt abgekürzt, so zwischendurch mal. Da sind wir hergekommen, ne? Die Mauer haben wir eingetreten. Müssten die ja irgendwo da rumhängen, die Typen da. Jetzt sind schon wieder 25 Meter. Und wenn das der Cordelier ist, wir sind da. Enges Gebiet, alles klar. Der Lemonier's Praxis ist mir wurscht. Ich weiß nicht, was ich bei dem machen soll. Ja. Irgendjemand da oder was? Ein Sack oder was, wo man drauf haben. Ach da, guck mal. Nicht Ruhe, verschlossen. Nee, das ist wertvolle Sache drin. Warte mal, ob ich da nicht recht habe. Mitnehmen. Oh, Sierra François Hose, Schuhe und Schnürriemen. Aha. Sind wir alleine? Alleine. Tagebuch, okay. Die hat halt viel. Ne, geht eigentlich. Balance hat sie. Warum habe ich denn die Ohren? Ich weiß es nicht. So. Rostresistenz. Ah, die hat keine Panzerung. Ne, ein bisschen Panzerung brauche ich. Oh Gott, ne, geht die Panzerung runter. Oh, ja. Die Frostresistenz gehört hoch. Brauche ich nicht.
Und das andere, dass die Stiefel sind genauso mistig dann, ne? Hallo, Handy, bitte. Ah, nee, komm her. Tagebuch, bitte, was gibt's denn jetzt schon wieder? Ja, was ist Almanach? Nee, Almanach? Komm, nix jetzt Almanach. Ach, da wollte ich hoch. Ist, geht doch. Man muss bloß also rumgehen. Und dann findet man das auch irgendwie. Und noch dahin, ob da noch was liegt. Ach du, Lazarett war das, hä? Kleines, aber immerhin. Abgetrennt, das waren. Da haben die Edle gelegen. Oh, da war noch. Geht nicht. Okay. Kaputt gemacht? Ja. Dann müsste man theoretisch da durch, ne? Genau. Wir sind da. Da ist er. Der Robespierre, oder wie der heißt. Ah, my pet automat returns. Pet? What the devil do you mean? It's quite all right, Maximilian. This machine and I are already acquainted. She's not like the others. For one thing, she didn't try to kill me. Extraordinary as it may seem, she's capable of speech and reason, just as you and I. What the deuce? Mademoiselle, please allow me to introduce you to Monsieur Maximilien de Robespierre, lawyer and representative of Artois at the now defunct Estates General. Maximilien de Robespierre. Inconceivable. I'd wager it was she who laid waste to that monstrosity that was blocking access to the convent. And thus, it is thanks to her that I was able to get to you at all. Oui. I eliminated it. Am I to understand that you have embraced our cause? I must reach the Bastille, where Monsieur de Vaucanson is being held prisoner. And in whose name are you undertaking this mission, pray tell? I obey the Queen. Ah bon? So the Austrian has turned against her husband. I'm not entirely sure that's cause for celebration. No doubt she hopes to further the aims of her brother, Emperor Joseph. With all this turmoil, she could very well hand him the country. In any case, madame, you must know that you have no chance of reaching the Bastille. It seems every effort has been made to restrict access to it. It would seem that the king is keeping his most treasured possessions there. I must complete the task that has been given to me. Your obstinacy changes nothing, madame. Who knows? Perhaps in time an opportunity will present itself. But for now, let us consider the positive and take comfort in the fact that we appear to share a common goal. Bringing down the clockwork tyrant. I must find Monsieur de Vaucanson. He holds the secret to the tireless automats. This is surely true, and when the time comes, I will help you to reach the prison. Je vous le promets. But right now, the people are broken, counting their dead. They can but hide and pray they'll survive. Soon, however, those who bear love for their country in their hearts will be ready to fight again. We must prepare this uprising without delay. Since you have secured the area around this stronghold, more brave citoyens will surely join us soon. Alors, can we count on your support? The king must be stopped. I couldn't agree more, madame. Though I despise war, we must rally the people for battle as soon as possible. A reliable source tells me the arsenal at Les Invalides is overflowing with weapons, but a royal automat guards it. I now have no doubt that you are capable of defeating such a creature. But are you prepared to go back into the fray? Yes, I am. Very well. Try to clear the way so we can access the Hôtel des Invalides. Once you've done that, we'll take care of the rest. A handful of patriots are already there. Their task was to open a passage to the east, through the Faubourg Saint-Germain. Very well. I will go and find them. Aha. So, das wäre abgeguckt, ne? Und jetzt haben wir schon wieder nach Les Invalides, das Hotel des Invalides besuchen. Oder so ähnlich. Das war's jetzt, Jungs. Und ihr? Was macht ihr? Spielt rum da, oder was? Ach du, wer ist denn das?
Ach, ist das der... Nein, das ist er nicht. Das ist der Robby und das ist der Mirabel da hinten. Und der da, das ist der Schwarzwälder. Nee. Das ist Lavoisier. Was macht denn der da? Monsieur Lavoisier. Madame, you're my guardian angel. I don't know anything about you or what drives you, but I owe you my life and can refuse you nothing. Ja. Du kriegst jetzt viele Wünsche erfüllen und was kannst du machen? Monsieur. What can I do for you, madame? Nix, da kann also nichts tun. Ja, den muss man vielleicht auch mehrmals aussprechen, oder? Und das war Geräusche, ja. Das Gemurmel irgendwo. Halten sie so ein Gelager ab, oder was? Ach so. Guck. Monsieur de Mirabelle. Nicolas Froschot, schon wieder neue. Da sind Namen dabei, die konnte ich nicht mal aussprechen. Weg mit. Eine an. Ach so, warte mal. Monsieur de Mirabeau. Have your efforts paid off? Die Weigerung des Bischofs. The bishop stubbornly refused to reveal anything. Damn it. I need to know what my rogue of a father is up to. Let me think. In light of the cartload of threats he sent me, it's safe to wager that my sister and mother received similar letters. They may even have already suffered his revenge. However, my sister lives in Garce in the south of France. Unless a messenger rode 100 horses to death, she could not have received this letter. Then there is my poor mother. If you ask me, I will go to find her. Yes, yes, it's very kind of you to offer. But I couldn't even tell you where she is staying. Your own mother? Indeed. It's a very embarrassing matter. A secret, which I beg you not to divulge. I can be discreet. Rest assured. Very well. You should know that my mother, the Countess of Covey, has lost everything. Truly. First, her fortune, then her faculties. No matter what I tried, nothing could prevent her decline. It is said that she is now living on charity, in the most abject poverty in the slums of the Marais. If perchance your past takes you to this dreadful place, and if she still remembers who she is, perhaps you may meet her. Uh-huh. Die Gräfin von Covey finden. Ach du Scheiße, Freunde. Ich hab. Warte mal, hat der auch noch was zu babbeln, da? You're back, madame. Did you feel les invalides? Not yet. De Grasse, do not give up. Our salvation is at stake. So, da kommen die Generalstände. Were you present when the Estates General was dissolved? Oui, madame. I had a front row seat. I witnessed what it cost to defy the crown. We laid bare before the king the abject misery of his subjects. It was more than he could suffer. So he had the people's representatives dispersed by means of bayonets. At least we only had to contend with soldiers made of flesh and blood. Positively angelic compared to the machines that have swept through Paris. Okay. Goodbye, Monsieur de Robespierre. Goodbye, Matthew. Jetzt gehe ich noch mal ganz kurz neu. Hauptaufgabe nach. Les, da waren wir schon einmal, ne? Eggis macht sich auf den Weg, die Unterstützer von Monsieur de Robespierre zu treffen. So, so. Randvoll mit Waffen. Das steht jetzt nochmal, das kann man lesen. Ah, jetzt lese ich nichts. Nebenaufgaben haben wir gar nichts, ne? Notizen haben wir wieder einen Haufen. Das war diese... An der Mirabelle die Notiz, habe ich gar nicht ganz runter. Vom Frosch, ja. So, und der Almanach, was? So, Maximilian de Robespierre, da kommen wir jetzt wahrscheinlich auch über den, was erfahren, was der alles gemacht hat. Anwalt aus Arras, ein Idealist, ne? Kann ich ja mal da lassen, aber bringt jetzt, ist ja nur ein bisschen Hintergrundinformation, ne? Nämlich auch. Okay.
So, langsam. Ganz, ganz langsam. Wie sieht's aus? Kommen wir denn nur mal raus aus dem Häusl? Linke Nase. Oh, da warte mal durch Fässer. Ah, das geht nicht. Okay. Dann würde ich sagen, ich mache erstmal hier einen Cut. Wird jetzt auch nicht so lang, die Folge. Und dann, das reicht ja auch mal, oder ne? Genug gelabert gewesen. Ja, und was mache ich dann? Und dann, keine Ahnung. Okay, mach's bis denn, ne?